So, jetzt stehe ich also hier direkt vom Eingang. Oho. Das hat aber schon was hier. Sehr schönes Plätzchen. Hier mit Kapelle. Ist sogar offen. Einen Blick reinwerfen, leise sein, immer Respekt haben und weiterschauen. Also ist mein erster Besuch hier. Ist echt ein schönes Plätzchen, hätte ich nicht gedacht. Und wenn man hier so nachts mal rumschleicht, dann könnte ich mir das auch ziemlich gruselig vorstellen, hier das Ganze. So, schauen wir mal hier rein. Allein das Licht hier, das hat schon so ein bisschen was Gruseliges. Ja, die Anlagen hier wurden übrigens im Jahr, ich glaube, 1845 von dem Pfarrer Kraus hier in Koblenz-Arnberg erbaut. Ich bin nicht besonders religiös, aber ich finde schon, dass hier ist ein spezielles Plätzchen auf jeden Fall. Ja, und abends kommt hier bestimmt eine richtig schön gruselige Atmosphäre auf. Ja, da wollte ich doch gerade Ciao sagen. Ha, aber hier geht es ja noch weiter. Krass. Okay, das war noch gar nicht alles. Dann schauen wir uns den Rest hier auch noch mal an. Sieht ja schon super aus. Wenn ich jetzt hier so runtergehe, dann kommt schon so ein bisschen so ein leichtes Schaudergefühl auf. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Dann gucke ich mal, was noch hier so kommt. Das da direkt vor mir sieht auch interessant aus. Nur wie gesagt, die Autos, die stören ein bisschen. Auch nicht schlecht. Ja, angeblich soll es hier 16 solcher kleinen Kapellchen hier geben. Ich habe jetzt aber nicht mitgezählt, Leute. Der Weg geht auf jeden Fall noch weiter. Ja, dass die Anlagen noch hier auf die andere Straßenseite führen, das wusste ich absolut nicht, aber umso besser. Kann ich mir noch mehr angucken hier. Das nächste kleine Kapellchen hier. Da hinten geht es noch weiter. Was haben wir hier? Das kann ich jetzt gerade nicht entziffern. Aber hier ist garantiert der Platz, wo es am meisten spuken soll. Und hier könnte ich mir durchaus vorstellen,
in der Nacht hierher mit Taschenlampe. Da kann man sich schon einiges einbilden. Dieser Bereich wird videoüberwacht. Ja, von mir. Echt. Schon ein großes Areal. Schaut euch mal diesen massiven Baum hier an. Ein Mammutbaum, wie ich mir gedacht habe. Der hat locker mal seine 30, 40 Meter. Und ist fast, ich würde sagen, 2 Meter breit. Leute, jetzt verstehe ich, warum jeder denkt, dass es hier spukt. Es ist schon nicht ohne. Okay. Überall ringsrum sind Häuser. Das schon. Aber in der Nacht sieht man das ja nicht. Das kriegt man ja nicht mit. Das hört ja gar nicht auf. Hier wieder mit diesen ganzen kleinen Steinchen hier. Alles zusammengesetzt. Muss ja mega Arbeit, mega viel Arbeit gewesen sein. Hier gibt es überall noch so Tafeln. Was ist das hier? Oh, wow. Also alleine diese Allee jetzt hier, die hat schon so 150, 200 Meter. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Das hier ist so ein bisschen der Platz, wo mir so ein leichter Schauer über den Rücken läuft. Okay. Immer wieder was Neues, was man hier entdecken kann. Das war noch nicht das Ende. Gibt es noch einen Teich? Natürlich darf bei einer guten Parkanlage ein Teich nicht fehlen. Und dann geht es jetzt hier noch weiter. Ich glaub's nicht. Echt eine riesige Anlage. Heilige Bernadette. Oh. Hier kann man auch noch mal rumgehen. Okay. Habe ich mich schon zweimal oder so, wollte ich mich schon von euch verabschieden, weil ich gedacht habe, hier wäre jetzt Ende Gelände, aber nein, man kriegt hier noch einiges zu sehen. Durchaus schon mal eine halbe Stunde, Stunde rumlaufen und filmen. Hier gibt es jetzt auch noch so eine kleine Kapelle. Zu viel sieht man nicht mehr mit der Kamera, weil es ist dunkel. Aber schaut euch mal die Tür hier an. Ja, das ist alles Kork oder sowas. Fühlt sich an wie Kork. Krass. Ist auf jeden Fall ein ziemlich beeindruckendes Plätzchen hier. Hätte ich mir so überhaupt nicht vorgestellt. Vor allen Dingen nicht so groß. Ich habe es mir wirklich viel kleiner vorgestellt. Kann man locker schon mal eine Stunde für einplanen hier. Die heiligen Orte zu Arenberg. Ja, gib mal bei Google Maps heilige Orte ein. Dann erscheint das hier auch. Und
Leute, dann bis zum nächsten Mal. Und seht zu, dass ihr nach dem Video hier keine Albträume bekommt.